Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In den Psalmen lesen wir, dass wir Gottes große Taten nicht verschweigen sollen. Und das liegt uns sehr am Herzen, dass wir das tun. In Psalm 78, Vers 3 und 4, da steht: Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Und Gott tut Wunder, auch heute noch. Ja, genau. Hoffnung um 12. Wir wollen dich wieder ermutigen. Heute geht es weiter im Psalm 23. Er gibt mir neue Kraft. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Er gibt mir neue Kraft. Was für eine Zusage. Das hat ein David gesagt, der Erfahrung mit Gott hatte. David hat ja so vieles erlebt, wo er Kraft gebraucht hat in seinem Leben. Und ich glaube, wir erleben auch sehr vieles. Und ich glaube, dir geht es auch wie mir manchmal, da meint man, es ist überhaupt keine Kraft mehr da. Und wenn die Kraft weg ist, dann hat man auch kaum noch Lust und es ist alles dann so trübe. Aber so wie David dürfen wir ja auch sagen, er gibt mir neue Kraft. Wir müssen es zulassen, wir dürfen es zulassen, wir dürfen wirklich zu ihm gehen, jeden Morgen. Wenn wir aufstehen, dürfen wir sagen, Herr, gib mir neue Kraft. Wie oft probieren wir es am Tagesanfang mit eigener Kraft? Wir dürfen wirklich beten, Herr, gib mir neue Kraft. Kraft für jede Situation. Es gibt so Tage, die sind sehr kraftintensiv. Wir dürfen bitten und beten und Gott erhört Gebet. Herr, ich danke dir dafür, für jeden heute, der so richtig Kraft braucht. Herr, wo die eigene Kraft nicht ausreicht, überdimensionale Kraft, und danke, dass es die bei dir gibt. Herr, dass wir bitten dürfen, du hörst und erhörst Gebet. Danke, Herr. Amen. Viele Gebetsanliegen erreichen uns. Und hier schreibt uns jemand zunächst mit einem Dank. Danke sehr für das Gebet für die Pflegestufe. Es hat geklappt und übernatürlich schnell. Gott ist gut. Und dann weiter, bitte betet auch für den Darm meines Mannes. Es steht eine OP an wegen Gefäßveränderung. Jesus kann ihn heilen. Danke für die Gebete. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann berührst, dass du um ihn weißt. Und ich danke dir, dass du seinen Darm wieder vollkommen herstellst, dass du ihn reinigst und dass alle Blutgefäße in Ordnung sind. Danke, Jesus, dass da wirklich Heilung durchfließt und durchströmt. Und ich danke dir für Wiederherstellung dieses Darmes. Danke, Jesus. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Mein rechtes Schulterblatt ist vor 4 Monaten gebrochen und an einer Stelle verkeilt und deshalb jetzt verkürzt und heilt schlecht zusammen. Bitte für Heilung. Was es doch nicht alles gibt, ein Schulterblatt verkeilt. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese unmögliche Situation kennst, wo so, ja, Schmerzen bereitet und wo so auch jetzt der verkürzte Arm ist und schlecht heilt. Und ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst, dass du dieses Schulterblatt wieder in die richtige Stellung bringst, in die richtige Ordnung bringst. Und ich danke dir, dass da Heilung fließt, dass jeder Schmerz verschwindet und dass alles wiederhergestellt wird in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du es geschaffen hast. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Auf WhatsApp schreibt uns eine Frau. Hallo ihr Lieben, ich bin seit 23.12.2020 wegen Corona krankgeschrieben und hatte lange Symptome. Ich bin weiterhin so schwach und kaputt. Außerdem habe ich ständig Bauchschmerzen und Verstopfung. Ich fühle mich einfach krank. Ich bitte euch, für mich zu beten, dass die Probleme mit dem Bauch wieder vergehen und ich wieder belastbarer werde. Ich danke euch für euer Gebet.
Ja, da beten wir gerne. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass die ganzen Schmerzen, alles was drumherum ist, wirklich ein Verkrampfen ist und von den Depressionen kommt und dass die ganzen Auswirkungen dann Schmerzen sind und was da noch alles drum und dran ist. Wir wollen jetzt wirklich dafür beten. Herr, ich danke dir dafür. Herr, schenk dieser Person wieder eine Perspektive. Herr, nicht alles, das was nicht geht, die großen Berge der Unmöglichkeit, sondern lass sie wirklich Glauben haben an das, Herr, Dimensionale von dir, Herr, an Perspektive, Herr, an wirklich, dass du kommst und Herr, danke, Herr, begegne du ihr mit einem tiefen Frieden in ihrem Herzen, in ihrer Seele, Herr, ich danke dir dafür, berühre du sie und Herr, lass sie erkennen, Herr, deine Möglichkeiten. Danke, Herr. Amen. Amen. Und da bittet uns jemand um Gebet, der in Trauer ist, der Trauer hat, der Depressionen hat und nicht mehr weiter weiß. Hallo, ihr Lieben, ich bitte um ein Gebet für mich. Ich habe seit jeher Depressionen und seit mein Vater verstorben ist, im letzten Jahr aufgrund von Covid-19 ist es noch stärker. Ich fühle mich im Herzen schwer und als würde mein Herz Gewichte tragen. Ständig denke ich negativ und egal was es ist, fühle ich nur Trauer im Herzen und Wut. Bitte um Befreiung von dieser Last, welche auf mir liegt, die mich unterdrückt. Danke für eure Gebete. Mir sind da zwei Worte aufgefallen. Ich denke negativ, ständig denke ich negativ und dann das Wort Wut. Ich verstehe dich gut. Das ist unsere Haltung, das ist, was wir vom Menschlichen her kennen. Aber das sollte nicht unsere Haltung sein, sondern dafür haben wir ein Wort in der Bibel, dafür haben wir einen Gott, der genau dafür da ist. Wir müssen erkennen, dass er größer ist und ihm unsere Not, unsere Sorgen übergeben und er wird uns dann zur Seite stehen. Dafür wollen wir jetzt beten. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du auch in dieser Situation wirklich der große Herr bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du da eingreifst, dass du da Wunder tust. Ich danke dir dafür, dass du auch hier dieser Person so viel von deiner Größe offenbaren kannst, dass sie Mut hat, dass diese Person Mut hat, Herr, zu glauben, dass du größer bist als all die Dinge, die um die Ohren rum sind. Und ich danke dir dafür, Herr, dass da auch wunderbar Friede einkehrt. Friede mit dir, Friede mit sich selbst, Herr. Ich danke dir und Friede auch mit anderen Menschen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und hier haben wir ein Zeugnis, wo es heißt, Gott versorgt auch in Corona-Zeiten. Einen Arbeitsplatz zu bekommen mitten im Shutdown ist schon ein Wunder. Und die Mutter schreibt, ich habe euch im Sommer um Gebetsunterstützung für unsere Tochter gebeten. Sie hat ihre Prüfung zur Hotelfachfrau bestanden. Seit November hat sie einen Arbeitsplatz bekommen. Die Arbeit bereitet ihr sehr viel Freude. Vielen Dank für euer Gebet. Ein Arbeitsplatz in einer Branche, die geschlossen ist, das ist schon ein Wunder. Und eine Großmutter aus Bayern berichtet uns eine berührende Geschichte. Ich danke euch für all eure Gebete und die wöchentliche Ermutigung. 2019 war unsere Schwiegertochter mit Zwillingen schwanger. Da Probleme aufgetreten sind, baten wir bei euch um Gebet. Viel zu früh mussten Elias und Lukas geholt werden. Nach 5 Tagen durfte Elias bereits in den Himmel. Bei Lukas musste nach 3 Wochen eine Amputation des Unterschenkels vorgenommen werden. Das war alle für uns sehr traurig und wir haben es nicht verstanden. Mittlerweile dürfen wir nur noch danken. Er ist ein kräftiges Kerlchen geworden und er kann bereits an den Händen gehalten mit seiner Prothese sogar die Treppen hochlaufen. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht und wir finden auch keine Antwort darauf. Und sie schreibt, inzwischen können wir nur noch danken. Sie hat Freude an ihrem Enkelkind. Wie wunderbar, dass Gott Trauer in Freude verwandelt. Und sie berichtet noch von einer weiteren Gebetserhörung.
Vor der Gebetsnacht im Frühjahr hatte ich längere Zeit Schmerzen in der Herzgegend, am Arm entlang bis zum kleinen Finger. In der Gebetsnacht wurden für verschiedene Krankheiten gebetet. Ich habe mir selbst die Hand aufgelegt im Glauben, dass Heilung geschieht. Im nächsten Moment sagte Daniel, dass Herzkranzgefäße und Schmerzen bis hin zum kleinen Finger geheilt werden. Nach einiger Zeit bemerkte ich, dass ich schmerzfrei bin. Sie traten später wieder auf und ich habe wieder gebetet und auch verstanden, dass ich ruhiger werden sollte und auch von der Arbeit etwas kürzer treten muss. Heute bin ich davon geheilt. Danke, Herr. Danke euch für euren Dienst. Was für ein wunderbares Zeugnis. Ja, wirklich ein wunderbares Zeugnis. Aber die eine Geschichte mit den zwei Zwillingen, das hat mich wirklich berührt. Und da gibt es oftmals auch Dinge, wo wir keine Antwort haben und auch nicht irgendwo eine Antwort um die Ecke her bekommen. Und da möchte ich jetzt aber auch mal dafür beten, für solche Menschen, die dauernd sagen, Herr, warum? Herr, ich danke dir dafür, dass du wunderbar das alles so geführt hast noch, Herr. Aber Herr, es gibt so viele, die sagen, Herr, warum? Und ich danke dir dafür, Herr, dass jeder wirklich da ruhig werden kann und weiß, er ist in deinen Händen geborgen. Auch wenn es nicht so läuft, wie er sich's vorstellt, wenn es nicht so läuft, wie er denkt, dass du handeln müsstest. Herr, du machst keine Fehler, auch wenn wir es nicht verstehen. Danke, dass du diesen Menschen begegnest. Amen. Amen. Ja, hast du etwas mit Gott erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute der Tipp des Tages dreht sich wieder um das Thema. Ja, mach es dir zur Gewohnheit, jeden Morgen Gott um Kraft zu bitten. Nicht nur, wenn du schwach bist, nicht nur, wenn es dir so richtig dreckig geht. Nein, jeden Morgen. Wir wissen es, manchmal steht man auf und ist alles soweit in Ordnung und mittags oder irgendwann kommt irgendwas. Es ist gut, wenn man morgen schon darum bittet, Gott wird es dir schenken. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ich möchte dir heute wieder unser Eheseminar Anfang März ans Herz legen mit deinem Ehepartner. Schau zu, es ist ein Webinar, wo man zuschauen kann und die anderen sehen dich nicht. Und das ist schön, da kann man wirklich auch intim mit seinem Partner zuschauen und Dinge bereden, ohne dass die anderen es sehen, wie bei Zoom. Und melde dich an, es beginnt Freitagabends und ist den ganzen Samstag. Es gibt ein Überraschungspaket und vieles, vieles. Es ist sowas von interessant. Lass es dir nicht entgehen und sage auch anderen Paaren Bescheid. Es ist wirklich ein Unikat. Es wird sowas zum ersten Mal gemacht. In dieser Zeit, wo wir gerade sind, ist das eine super, super Möglichkeit. Und wenn du sagst, deine Ehe ist irgendwo in Ordnung, dann ist es auch gut. Dirk sagt immer, besser geht immer. Oder du hast Probleme in der Ehe, dann ist es auch genau das Richtige. Wir zeigen dir gleich einen Film von den Kindern von Dirk und Kirstin. Und da möchten wir zuvor uns verabschieden. Wünschen dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis bald und tschüss. Oh. Hallöchen zusammen. Hi, wir sind Marvin und Verena. Und wir sind seit 2,5 Jahren verheiratet und haben eine wirkliche Herzensempfehlung für alle Ehepaare da draußen. Genau, und zwar haben meine wunderbaren Schwiegereltern und Marvins Eltern, Dirk und Kirstin Schröder, haben ein Online-Eheseminar für euch vorbereitet an einem Wochenende. Genau, und was ich an den beiden einfach so doll schätze, ich bin ja da groß geworden offensichtlich und, die beiden haben mich einfach schon immer fasziniert, was für eine gesunde Ehe die haben. Und ich fand schon immer die Schlüssel spannend, die Bausteine spannend, die beiden als Fundament genutzt haben. Dann habe ich Verena kennengelernt und wir haben wirklich gemerkt, dass die Bausteine in der Freundschaftsphase bzw. und Verlobung und jetzt Ehe
wirklich funktionieren. Ja, und die beiden sind wirklich echt unser größtes Vorbild, was Ehe angeht. Mhm. Die haben uns in jeder Phase begleitet und ich bin so begeistert von den beiden, wenn man die echt so miterlebt im Alltag. Ich denke echt so, die sind wie so frisch verliebt, die sind über 30 Jahre, glaube ich, sind die jetzt verheiratet und wirklich frisch, wie so Verknallte laufen die rum und ich finde es einfach total cool, von denen zu lernen und merke, dass wir so krass von den beiden profitieren, auch in unserer Ehe. Jetzt die 2,5 Jahre, wir sind noch nicht so lange verheiratet, aber wir können echt vom Herzen sagen, wir haben so eine gesunde Ehe und da haben wir auch ganz viel einfach Dirk und Kirstin und deren Tools so zu verdanken, wie genial die das so bauen, ja. Genau, manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, ganz kleine Sachen. Dann hätten wir das damals nicht gewusst, wäre unsere Ehe wahrscheinlich nicht da, wo sie jetzt ist. Ja. Und dieses Seminar ist für jung und alt, also für Ehepaare wie uns beide oder schon richtige Legenden, die schon, weiß nicht, 50 Jahre verheiratet sind. Chapeau. Da kommen wir auch noch hin. Also wirklich jeder kann dieses Seminar mitmachen. Und egal, ob du gerade das Gefühl hast, so, boah, ich stehe gerade gefühlt vor einer Scheidung und ich kann nicht mehr und das bringt doch eh alles nichts, melde dich an, aber auch wenn du sagst, so eigentlich läuft es gerade alles super bei uns, so, was wir auch sagen können gerade von uns, aber wir haben immer Raum dazu zu lernen und Neues zu lernen und unseren Partner noch besser kennenzulernen und wir freuen uns, wir sind selber so heiß auf dieses Seminar. Also meldet euch an, alle Infos sind hier unten. Peace out. Bis dann. Ich habe die damals erlebt. Yes! Okay. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.